Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil von den Betze News mit Matze und seiner Live-Reaction. Whatever, ihr wisst, wie ich es meine. Ganz kurz, bevor wir zu den Themen kommen, denn es sind einige, meine Güte, als ich die gelesen habe, ist mir echt was runtergefallen. Furchtbar frustrierend, aber da kommen wir jetzt gleich dazu, möchte ich zwei kurze Punkte ansprechen. Und zwar wurde gefragt, warum die ganzen Sachen von der Computerstimme vorgelesen werden. Der Grund dafür ist, ich bin fast blind. Ich lasse mir das deswegen vorlesen, da könnt ihr gerne zuhören, wenn nicht, könnt ihr ja mitlesen. Und dadurch spare ich mir gefühlt eine halbe Stunde Zeit, denn es dauert immer ewig, bis ich mir sowas selbst durchgelesen habe. Da ist das Ganze eine mega Erleichterung für mich, denn es dauert einfach länger, Sachen visuell zu erfassen, wenn man eben schlecht sieht. Und das andere, die Tonqualität beim ersten Teil war relativ schlecht. Ich hoffe, dass die jetzt etwas besser wurde. Wenn nicht, keine Sorge, ein neues Headset ist schon on the way zu mir. Denn ich habe mir ein neues bestellt. So, aber gehen wir jetzt direkt rein mit der ersten Schocknachricht. Unglaublich. FCK-Stürmer Kühlwetter und Pick. Unterschreiben in Heidenheim. Oh Mann. Was soll man denn zu sowas sagen? Einfach Frust. So ärgerlich. Warum hieß es denn vor der Saison so, die ganzen Leistungsträger werden gehalten, nach der Saison, die Leistungsträger müssen gehalten werden und jetzt lassen wir zwei der Größten einfach so gehen? Das ist unglaublich scheiße. Und ja, ich weiß, wir befinden uns in der Insolvenz, erfahrt ihr auch gleich, und da ist es dann halt so, dass es ein Sonderkündigungsrecht für die beiden im Dezember halt gibt. Aber bis dahin hätten wir halt schon einige Spiele gemacht und hätten sie als Leistungsträger gehalten. Und wie ist es denn? Dann wäre es am Schluss so, wie mein Bruder sagte, ja, wir sind jetzt auf Platz 12, aber wir mussten ja 6 neue Spieler integrieren. Und ja, das war halt sehr schwer. Und jetzt lässt man halt solche gehen. Einfach Mist. Aber schauen wir mal, was der Text uns sagt. So. Wechsel nach. Moment. Zack. Wechsel nach Rheinfall. Es steht fest, die Angreifer Christian Kühlwetter, 24, und Florian Pick, 24, wechseln nach Rheinfalls. Informationen noch an diesem Dienstag vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern zum Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Beide standen noch bis 30. Juni 2021 beim FCK unter Vertrag. Daher muss der FCH jeweils eine Ablösesumme an den FCK zahlen, die jeweils im höheren sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Die beiden Offensivspieler standen bei den Lauteren schon nicht mehr im Aufgebot für das Testspiel beim SVW in Wiesbaden am Dienstag. Sie sind aus dem Trainingslager der Roten Teufel in der Südpfalz früher abgereist als ihre Kollegen und wurden von ihren bisherigen Lauterer Teamkameraden mit Applaus und Anfeuerungsrufen verabschiedet. Ey, höherer sechsstelliger Bereich. Warum erfährt man das denn jetzt nicht? Alter! Mist. Gut, dass die dann halt jetzt früher gehen und sofort abhauen, ist schon krass. Das wundert mich. Aber schauen wir mal weiter. Wo ist denn meine Maus? Schon seit Monaten Interesse. Ja, das stand ja wirklich schon fest, dass die... Die Heidenheimer zeigen an den beiden Stürmern schon seit vielen Monaten Interesse. Beide Profis haben nach dem erneut verpassten Aufstieg der Lauterer in die zweite Liga betont, wechseln zu wollen. Pick war in der Saison 2019-20 mit 13 Drittligatoren und 11 Vorlagen der Topscorer des FCK. Kühlwetter gelangen mit 14 Toren die meisten Drittligatreffer des FCK 2019-20, 9 Vorlagen. Und sowas lässt man halt einfach so gehen. Natürlich, versteht mich nicht falsch, vielleicht haben wir jetzt weitere Investitionsmöglichkeiten, um das Geld, ich sag mal, in eventuell noch einen Stürmer oder sowas zu investieren. Warten wir es ab. FCK will noch bewährte Offensivkräfte. Leute, kein Witz, ich kann das von meinem Standpunkt, wo ich sitze, nicht lesen. Das finde ich deswegen gerade etwas lustig. Das ist kein Spaß. Der FCK ist schon länger auf der Suche nach Alternativen und möchte für die Offensive noch 2 bewährte Kräfte verpflichten. Die eingenommene Ablöse darf der FCK trotz des laufenden Insolvenzverfahrens in Abstimmung mit dem Gläubigerausschuss reinvestieren. Ja, natürlich. Das verstehe ich, wurde ja von vielen Seiten kritisiert, denn man muss ja trotzdem den Spielbetrieb am Laufen halten. Ne? Wenn man jetzt sagt, ja, das habt ihr jetzt als Ablöse, das Geld geht jetzt gleich wieder drauf und was weiß ich zur Schuldtilgung, dann verstehe ich das zwar auf der einen Seite, auf der anderen Seite würde man den Verein aber so kaputt machen, dass am Ende überhaupt nichts mehr hängen bleibt für die Gläubiger, wenn ihr versteht, wie ich meine. Beim Gläubigerausschuss rein, beim FCK lange zusammengespielt. Kopieren. Junioren und Pick ist in Wittlich geboren und spielte von der U17 bis zur U21 bei den FCK Junioren, unterbrochen von einem Gastspiel in den Nachwuchsteams des FC Schalke 04. Später verließ er den FCK noch einmal kurzzeitig und spielte auf Leihbasis für den 1. FC Magdeburg. Der gebürtige Bonner Kühlwetter kam zum 1. Juli 2016 vom 1. FC Köln 2 zur U21 des FCK und spielte seither in der Pfalz lange zusammen mit Pick. Zusammen mit Pick. Eine Übersicht darüber, wer zum FCK kommt und wer geht. Wilder Strecke zum FCK. Eine Übersicht darüber. Es ist halt wirklich unglaublich schade, denn es sind halt einfach zwei Superspieler gewesen.
Und gerade Pick, wie ihr gerade gehört oder gelesen habt, hat halt auch tiefe Wurzeln bei den Lautern. Echt sehr, sehr schade. Aber selbstverständlich wünsche ich den beiden viel Glück in der kommenden Saison und natürlich auch für die weitere Zukunft, denn ich hoffe wirklich sehr, dass Heidenheim nicht die Endstation für die beiden wird. So, aber wechseln wir von der Rheinpfalz rüber zum Betze brennt und beginnen mit dieser Schlagzeile. Vorläufig Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. So, Insolvenzverfahren wurde jetzt also endgültig eröffnet. Vorläufige Version des Insolvenzplans liegt Gläubigervertretern bereits vor. Andreas Kleinschmidt zum Sachwalter bestellt. 1. FC Kaiserslautern setzt Spiel- und Geschäftsbetrieb fort. Das ist, dass die den Spiel- und Geschäftsbetrieb fortsetzen, ist natürlich unglaublich wichtig, wenn man mich fragt, ne? Das zuständige Amtsgericht Kaiserslautern hat am 1. September 2020 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der 1. FC Kaiserslautern KGaA eröffnet. Das Insolvenzgericht hat die Eigenverwaltung angeordnet und Rechtsanwalt Dr. Andreas Kleinschmidt von der Kanzlei Weidt und Kees als Sachwalter bestellt. Der Geschäftsführer der 1. FC Kaiserslautern KGaA, Sören Oliver Vogt, hatte am 15. Juni 2020 Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Entschuldigung, da gab es gerade ein ganz kurzes technisches Problem. Also es klingt für mich auf jeden Fall so, als wäre alles im richtigen Weg. Ich hoffe es zumindest. Schauen wir weiter, was weitergeschrieben steht. Im Laufe des vorläufigen Verfahrens haben wir mit Unterstützung des Generalbevollmächtigten Dirk Eichelbaum, des Teams um Dr. Frank Schäffler von Menold Bezahltler sowie der vorläufigen Sachwaltung den Investorenprozess weit vorangetrieben und den Insolvenzplan konzipiert, erläutert Vogt. Der Insolvenzplan liegt den Mitgliedern des vorläufigen Gläubigerausschusses bereits in einer vorläufigen Version zur weiteren Abstimmung vor. Also? Das Gericht hat für den 29. Oktober 2020 eine Gläubigerversammlung nach den Herbstferien in Rheinland-Pfalz festgesetzt. Der Termin wird vom zuständigen Richter geleitet. Okay. Ja, also... Der 1. FC Kaiserslautern setzt seinen Spiel- und Geschäftsbetrieb... Ja, das hat man ja so. Hat man ja schon im Einleitungssatz. Also, für mich klingt das so, als wäre das Ganze auf dem richtigen Weg. Ich bin jetzt nicht so versiert, was Insolvenzverfahren und so weiter angeht und wie das Ganze läuft, aber das klingt für mich mal nicht schlecht, sage ich mal. Lindberger wird Hauptsponsor des SV Sandhausen, der Betze brennt Dokument. Das hat mich gerade doch ziemlich schockiert, als ich das gelesen habe. Wow. Das... Unglaublich. Das hat mir die Ohren zum Schlackern gebracht, ehrlich. Kaiserslautern, die Lindberger Nutrition Group, bis gestern noch offizieller Brustsponsor des 1. FC Kaiserslautern, wird neuer Hauptsponsor des Zweitligisten SV Sandhausen. Das gaben das Unternehmen und der Verein heute Morgen bekannt. Unglaublich. Okay, versteht mich bitte nicht falsch. Das, was da gerade läuft mit Harry, mit dem ganzen Sponsoring, mit dem FCK, mit dem Fritz-Walter-Erbe und so weiter, das ist ungut. Und ich möchte mich darüber wirklich nur ungern äußern, denn jeder soll sich halt, Entschuldigung, selbst seine Gedanken drüber machen. Es ist räudig und es kotzt mich wirklich an. Und als ich das jetzt gelesen habe, wow. Also, oh Gott. Okay, aber schauen wir weiter. Kopie, Alboyer Latschenkiefer. Erst gestern Abend hatte Lindberger in einer Pressemitteilung baldige Neuigkeiten bezüglich eines Engagements im Sport angekündigt. Siehe Chronologie im DBB-Forum. Nachdem die Firma von Harald Lindberger Ende des vergangenen Monats nach rund 2 Jahren das Hauptsponsoring beim FCK zugunsten der Dr. Theis Naturwaren GmbH und deren Marke Alboyer Latschenkiefer beendet hatte, steigt das in Rodenbach ansässige Unternehmen jetzt beim Zweitligisten SV Sandhausen als Hauptsponsor ein. Auf der Ebene des Exklusivpartners wird Lindberger dem FCK jedoch auch kommende Saison erhalten bleiben. Das ist schön, dass Harry uns weiter zur Seite steht, denn er ist eben einfach ein Herzblut-Fan. Und ja, ich verstehe, dass es da hin und wieder mal Kritik an ihm, seiner Person und dem Umgang mit Medien und so weiter gab. Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber er ist trotzdem ein super toller Mensch, ein unglaublich ehrlicher, offener und ein Spitzentyp. Wirklich, kann ich gar nichts sagen. Also ich habe ihn ja regelmäßig getroffen, ich habe ihn oft gesehen, auch in extrem kleinen Rahmen und jedes Mal einfach super die Gespräche. Ganz, ganz, ganz toll. So, schauen wir weiter. Club. Kennengelernt. Ich habe den SV 1916 Sandhausen als einen solide geführten, sympathischen Verein kennengelernt. Und er hat Visionen. Zudem schätze ich das selbstbewusste, teils freche, aber nie verletzende Auftreten des Vereins. Ich glaube, wir passen gut zueinander. Wir begleiten diesen Club gerne auf der Reise durch die nächsten Jahre als bester Freund und natürlich mit den besten Wünschen, wird Harald Lindberger in der offiziellen Pressemitteilung zitiert. Sandhausen sichert sich Partner, der zu 100% passt. 100%. Wir freuen uns,
mit der Lindberger Nutrition Group einen Partner gefunden zu haben, der zu 100% zu den Werten unseres Vereins als innovatives und gleichzeitig bodenständiges Fußballunternehmen passt, äußert sich Jürgen Machmeier, Präsident und Vorstandsvorsitzender des SV Sandhausen, über die zukünftige Zusammenarbeit mit dem neuen Partner. Und der Geschäftsführer der Sandhäuser, Volker Pieska, ergänzt, wir sind überzeugt, gemeinsam mit Lindberger in einer langfristig angelegten Partnerschaft die Strahlkraft beider Unternehmen steigern zu können, gegenseitig voneinander zu profitieren und selbstbewusst die Zukunft zu gestalten. Ja gut, was soll man dazu sagen? Bis auf, dass mir auffällt, dass meine Sprachausgabe nicht Leinberger, sondern Lüdenberger sagt. Da komme ich aber ganz am Schluss des Videos nochmal drauf zu sprechen, auf die Stimmen. Ja, es ist halt, ja, es ist halt wirklich nachvollziehbar, dass er weiterhin dieses Engagement fortführen möchte im Sport. Ja. Die Mitteilung der Leinberger Nutrition Group im Wortlaut. Ja, gut. Leinberger zurück in Liga 2. Ab sofort Hauptsponsor des SV 1916 Sandhausen. Ah, das ist jetzt, glaube ich, nicht so relevant, ob wir das jetzt lesen, denn das Wichtigste haben wir ja. Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Glück dort, denn wie gesagt, Harry ist ein super Mensch und alles Gute an dieser Stelle. Weiter geht's. DFB unterstützt Teilrückkehr von Fans in dritten Liga, der Bitze brennt Dokument. Na, da Grafik bin ich mal gespannt. Das Präsidium, ne? Denn der DFB kann kopieren. Das so toll und schön befürworten, wenn es von der Regierung andere Angaben gibt, dann bringt der DFB da auch nicht die Kuh vom Eis. Ne? Also fertig. Das Präsidium des Deutschen Fußballbundes, DFB, unterstützt die von DFB Spielausschuss, Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball, Ausschuss dritte Liga, Ausschuss Frauen-Bundesligen und Jugendausschuss erarbeiteten Regelungen zur möglichen Wiederzulassung von ZuschauersternInnen in den DFB-Wettbewerben. Im schriftlichen Umlaufverfahren wurden die dafür erforderlichen Ergänzungen in den Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung beschlossen. In der na dann. So. Menü kopieren. Das bedeutet, in der dritten Liga, im DFB-Pokal und der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga richten sich Zulassung und Zahl der ZuschauersternInnen demnach nach den regionalen Verfügungslagen und müssen von jedem Club mit den zuständigen Gesundheitsbehörden individuell vor Ort abgestimmt werden. Das bedeutet, dass es an einigen Standorten zur Zulassung von Fans kommen kann, während gleichzeitig andere Clubs bei ihren Heimspielen weniger oder gegebenenfalls noch keine ZuschauersternInnen in den Stadien begrüßen dürfen. Gästefans sind dabei bis 31. Dezember in diesen Wettbewerben kategorisch nicht zugelassen. So, wisst ihr, wenn ich das jetzt schon wieder höre, Alter, da geht mir schon wieder so die Hutschnur ab, ey. Ohne Witz, das kotzt mich jetzt schon wieder so epigst an. Da wird überall über Wettbewerbsverzerrung rumdiskutiert, weil da durfte man ja das und da das und da das. Ja, ist das keine Wettbewerbsverzerrung? Das heißt doch immer, dass die Fans der zwölfte Mann sind. Aber da ist es dann auf einmal hinfällig, ne? Oh, nee, Leute, ich habe euch schon oft genug gesagt, dass es für mich nicht geht. Sitzen, nicht singen, kein Alkohol, Abstand halten. Danke, nein. Neben Sitzen, grundsätzliches Alkoholverbot in den Stadien. Da haben wir schon das Alkoholverbot, Alter. Kopiert. Zulässig. Neben Sitzplätzen soll in der dritten Liga und der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga mit Saisonstart grundsätzlich auch der Verkauf von Tickets für den Stehplatzbereich erlaubt sein, sollte es die behördliche Verfügungslage dem jeweiligen Club gestatten. Mhm. Im DFB-Pokal der Herren sind Stehplätze je nach örtlicher Verfügungslage nur auf Antrag bei der DFB-Zentralverwaltung zulässig, sofern die vorhandenen und im Rahmen des Hygienekonzeptes nutzbaren Sitzplätze die örtlich zulässige Gesamtzahl an ZuschauersternInnen nicht abdecken können. Aha. Aha. Na dann. Das umsetzen, also. Der Ausschank von Alkohol ist in den Stadien grundsätzlich verboten. Im Falle einer ausdrücklichen Genehmigung durch die örtlichen Behörden können Vereine der dritten Liga und die Teilnehmer des DFB-Pokals dieses Verbot ausnahmsweise aufheben. Für den Bereich der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga gibt es diese Möglichkeit nicht. Hier hat man sich, unter anderem aufgrund der hohen Überschneidung an Clubs mit Herrenmannschaften im Lizenzfußball, für eine gleichlautende Regelung mit Bundesliga und zweite Bundesliga entschieden. Aha. Also, nein. Nein, sorry, es tut mir leid. Wenn ich mir anschaue, was gerade abgeht, wie die Fallzahlen und so weiter verlaufen. Nein, ich glaube, dass... Und es tut mir so weh, ich möchte so gerne zurück in mein zweites Wohnzimmer, aber ich sehe uns ganz ehrlich dieses Jahr nicht mehr im Stadion. Und selbst wenn, wie gesagt, ich hätte keinen Bock ohne Gästefans, ohne Alkohol, außer mit eventueller Genehmigung und eventuell Stehplätzen, aber dann... ist ja trotzdem Abstand, nicht singen und so weiter. Das ist doch kein Fußball im Stadion, Leute. Hättet ihr da Bock drauf? Also ich nicht. Scheiße. Was soll man jetzt abschließend zu dem Ganzen sagen? Es ist viel, sehr viel. Und Pick- und Kühlwetter tun mir unglaublich leid. Also, dass sie gehen. Denn sie waren halt eine mega Bereicherung. Auch Harry ist schade, aber halt nachvollziehbar. Und das mit den Fans, nee. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Das letzte ist das Insolvenzverfahren gewesen, das wir uns angeschaut haben. Und ja, ich sehe da halt einfach nur, dass das alles seinen hoffentlich richtigen Gang geht. Und zum Abschluss kommen wir zur Stimme, wie ich ja zwischendrin schon kurz sagte. Und zwar kann ich diese in ganz vielen verschiedenen Arten verändern. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine männliche Vorlesestimme. Beim Vorlesen von Symbolen und Sonderzeichen die Sprache der Stimme berücksichtigen. Das Panel. Wäre jetzt männlich. Öffnen. Microsoft. Panel. Beim Vorlesen von Symbolen und Sonderzeichen die Sprache der Stimme berücksichtigen. Das Panel. Wäre jetzt die zweite weibliche. Und hier ist die, die ich eben benutzt habe. Beim Vorlesen von Symbolen und Sonderzeichen die Sprache der Stimme berücksichtigen. Panel. Und das Ganze kann ich jetzt dann auch. Position. Position. 55. Ich glaube, dass Panel. Das etwas schnell wäre. Beim Vorlesen von Symbolen und Sonderzeichen die Sprache der Stimme berücksichtigen. Das wäre etwas zu schnell, aber das Ganze kann man dann natürlich weiter reduzieren. 48, 47, 44, Geschwindigkeit zusätzlich erhöhen. Das wäre, glaube ich, dann etwas langsam. Position 22, Geschwindigkeit zusätzlich erhöhen. Pendel, beim Vorlesen von Symbolen und Sonderzeichen die Sprache der Stimme berücksichtigen. Ich denke, dass das von der Geschwindigkeit ganz gut ist, aber bitte lasst mich wissen, welche der drei Stimmen ich nehmen soll. Also Pendel, die männliche, das Pendel. Ist Stefan. Beim Vorlesen von Symbolen und Sonderzeichen die Sprache der Stimme berücksichtigen. Öffne. Dann haben wir Katja. Microsoft Katja. Panel. Beim Vorlesen von Symbolen und Sonderzeichen die Sprache der Stimme berücksichtigen. Panel. Und dann Öffnen. Haben wir als drittes Microsoft Header. Panel. Header. Beim Vorlesen von Symbolen und Sonderzeichen die Sprache der Stimme berücksichtigen. Panel. Welche von den dreien soll ich denn verwenden, um es für euch möglichst angenehm zu machen? Denn, wie gesagt, ich brauche die Vorlesefunktion, um eben längere Texte lesen zu können. Jo, das war's dann auch schon wieder für dieses kurze News-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten bleibt mir jetzt wirklich nur zu sagen, passt bitte auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns leider nicht im Blog, sondern auf der Couch.